Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinen Jahresfavoriten. Ich glaube, ich bin die Letzte, die ein Jahresfavoritenvideo hochlädt, weil ich mir immer einen richtigen Druck dabei mache. Ich überlege die ganze Zeit, habe ich irgendwas vergessen oder nicht? Und falls ich doch irgendwas vergessen habe, wovon ich irgendwie die ganze Zeit gesprochen habe, dann wird das bestimmt in einer meiner nächsten Favoritenvideos kommen. Also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich lade 3 Videos die Woche hoch, also 12 im Monat. Deswegen, ja, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, dann habt ihr auf jeden Fall genug Input. Fangen wir mit dem Video an. Ich weiß gar nicht, wo ich würde sagen, ich fange bei der Pflege an, oder? Weil ich habe unfassbar viel im Micellenwasser ausprobiert. Ich werde auch gar nicht zu lange darüber reden, weil ich sage es ständig, es ist für mich das beste Micellenwasser überhaupt. Also es nimmt halt all die Schichten Mascara und ich benutze immer mehrere so. Nimmt die halt echt gut runter und ja, also ich habe einige ausprobiert, die waren auch ganz gut, aber ich bin irgendwie immer wieder zurück zu dem, weil es echt gut das, die Mascara wieder runtergenommen hat. Das ist von Garnier, das Micellenwasser, all in one. Für trockene und empfindliche Haut, ich nehme immer das für trockene und empfindliche Haut, weil ich einfach glaube, dass die Augenpartie sowieso eine empfindliche Stelle ist. Und wenn das dann halt für sensible Haut gemacht ist, dann ist es immer ganz gut in der Augenpartie. Aber es gibt es noch in anderen, es gibt es auch in wasserfest, also für wasserfeste Mascara benutzt meine Schwester immer. Damit habe ich zum Beispiel unfassbare Probleme, weil mir das Öl immer in die Augen läuft und ja. So, ich habe das jetzt eben geholt. Das gehört nämlich auch zur Pflege und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Das ist von Caudalie. Also ich, kurze Erklärung. Ich nehme Wattepads, mache meine Augen sauber und danach nehme ich ein Öl, um das Make-up zu brechen, was auf meinem Gesicht ist. Weil ich bake und sette mein Gesicht immer, sodass das Make-up eigentlich an Ort und Stelle bleiben sollte. Und damit ich das dann brechen kann, also die Bestandteile der Foundation und des Puders wieder auflösen kann, nehme ich dann ein Öl. Und zwar nehme ich das hier von Caudalie. Das ist ein reinigendes Pflegeöl mit Weintraube und Mandel. Es ist ein sehr, sehr gutes Öl. Hat so, riecht so ein bisschen nach Marzipan. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Der Geruch geht direkt weg. Also es bleibt nicht irgendwie penetrant auf der Haut oder so. Ich gehe da auch nochmal über meine Wimpern und über meine Augenbrauen, weil einfach dieses pflegende Öl legt sich so schön über die Wimpern und schützt dann die Wimpern vom Brechen. Also das Öl finde ich richtig, richtig gut. Ich benutze es schon seit einer Ewigkeit, bin ungefähr hier angekommen. Also es ist auch sehr ergiebig, würde ich mal sagen. So, dann kommen wir jetzt zu Lippenpflege. Ich habe so gerne von Kiehl's die Butter Mask for Lips benutzt. Das hier. Habe ich das gerade richtig ausgesprochen? Das klang richtig falsch. Also Butter Mask for Lips. Dann haben wir noch was fürs Gesicht. Da habe ich schon fast aufgebraucht. Das ist von einem Lancôme, die Visionnaire Nu. Hallo, bitte Franzosen, erklärt mir, wie man das ausspricht. Nüt sagt man ja nicht, oder? Nü, oder? da bin ich auch schon fast durch, aber ich habe sie jetzt über ein halbes Jahr auf jeden Fall durchgängig benutzt und man kann sie als eine Art Maske benutzen, aber ich habe sie jetzt jeden Tag als, ich sehe überhaupt gar keine Maske, es ist ein Multi-Correcting Gel in Oil. Also, und ich muss echt sagen, da. Ich hatte immer das Problem, ich bin morgens aufgewacht und war ultra fettig im Gesicht. Also mein Gesicht, meine Stirn hier an meiner Nase und so, das hat sehr, sehr viel Talg produziert einfach, weil ich zu wenig Öle hatte. Und ich habe immer Angst gehabt, wenn ich jetzt noch Öle benutze, obwohl ich weiß, dass es ein Trugschluss ist, ne? Aber ich habe trotzdem gedacht, wenn ich jetzt so viele Öle benutze auf meinem Gesicht, dann werde ich auf jeden Fall Probleme kriegen. Und ich habe das kleine Problem, immer wenn ich so Öle benutze und die in meine Tagespflege oder meine Nachtpflege mit einmische, bekomme ich immer Unreinheiten. Und deswegen brauchte ich eine Creme, die schon Öle enthält. So, und das war halt diese Gel-in-Öl-Creme. Dann ein Deo, liebe Leute, was ich jetzt bestimmt schon 5 Jahre benutze oder 6 Jahre. Das ist von Rexona, das Maximum Protection. Und das ist eins, glaube ich, der teuren aus der Drogerie. Das ist, kostet ungefähr 4,99 €. Ich gucke auch mal, dass es in der Aktion ist. Dann kostet es nur noch 3,29 € oder so, weil es ist schon teuer. Auch ergiebig, ja, aber teuer. Aber darauf schwöre ich total. Und da könnt ihr die fettesten Pullover anziehen und ihr riecht null nach Schweiß. Kommen wir zu einem meiner liebsten Parfums. Ich habe mich jetzt für eins entschieden, ja, was ich euch auch schon sehr, sehr häufig gezeigt habe. Deswegen machen wir keine große Nummer draus. Es ist von La Vie Belle, dieses hier. Von Lancôme, das La Vie Belle. Riecht richtig gut, riecht frisch, kann man im Sommer, kann man im Winter tragen. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, es ist jetzt zu schwer für den Sommer oder okay, es ist zu schwer für den Winter oder für den Herbst oder für den Frühling, sondern es ist ein Parfüm, was man tatsächlich jeden Tag tragen kann und
auch zu jedem Anlass. Es ist nicht zu schwer für tagsüber in die Stadt gehen. Es ist aber auch nicht zu leicht, um abends auszugehen oder sowas. Es ist so ein Ding, worauf du dich verlassen kannst. Und wo ich immer, wenn ich es super eilig habe, wo ich nicht so viel Zeit mir nehmen kann, ist leider so, dass ich hatte früher richtig viel Zeit. Ich konnte so richtig das Parfum auf Outfit abstimmen, das Make-up aufs Outfit abstimmen. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich morgens fertig machen muss und bis abends dann in etwa gleich aussehen sollte. Doch gleich riechen sollte. So, machen wir weiter mit Primern. Ich habe zwei Primer, die ich sehr, sehr gut fand dieses Jahr. Und zwar ist es einmal von Becca, der First Light Priming Filter. Ich habe den bekommen, als ich mit Becca an der Ostsee war. Er ist jetzt, es hat jetzt ungefähr noch, ich glaube, man sieht das hier ganz gut. So, bis hier ist da noch was drin. Es ist ein sehr feuchtigkeitsspendender Primer. Ich habe den im Sommer sehr gerne getragen und dann eine leichte Foundation drüber gegeben. Man kann aber auch sehr, sehr gut zum Beispiel sehr deckende, wasserfeste Foundations geben. Die neigen immer dazu, die Haut auszutrocknen. Das sieht irgendwann cakey aus und man sieht, dass es eine Foundation ist. Und dieser Primer hat echt so richtig dagegen gewirkt. Er hat die Haut immer noch so lebendig gelassen und nicht so ausgetrocknet. Und also den Primer finde ich richtig gut. Und ich bin immer so ein Mensch, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber immer, wenn etwas dem Ende sich zuneigt, dann höre ich auf, es zu benutzen, weil ich Angst habe, dass es leer geht. Vor allem bei Produkten, die ich sehr gerne mag. Und dazu gehört auf jeden Fall dieser Primer. Also, und welchen ich noch sehr, sehr gut finde aus der Drogerie, den benutze ich jetzt ungefähr seit 3 Monaten durchgängig. Da benutze ich auch nicht den hier, sondern wirklich, wirklich nur noch diesen hier, so wie heute, so wie gestern, so wie vorgestern, so wie letzten Monat und den Monat davor. Das ist von Revlon, der Colorstay Prep and Prime, Primer, Base und Prep Base. Er hat SPF 25 drin. Man muss ein bisschen aufpassen bei solchen Primern mit SPF, weil es reflektiert unfassbar viel Licht. Primer und Foundations sollten ungefähr beim SPF von 15 liegen. Aber wenn man darunter sowieso auch nochmal SPF gibt, ich weiß nicht, also mich stört das überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Primer. Er hat, schützt die Haut vor Umwelteinflüssen, deswegen nennt er sich auch Protect. Und er bereitet sie sehr gut auf die Foundation vor. Er ist so ein bisschen klebrig und so ein bisschen, wie so, als würde die Foundation festkleben darauf. Also finde ich richtig gut. Dann kommen wir kurz zu Foundations. Was heißt kurz? Ich habe so einige Foundations. Ich fange an mit einer CC Cream und zwar ist die gar nicht so alt. Ich habe sie jetzt, glaube ich, 2 Monate und zwar ist es von IT Cosmetics die Your Skin But Better CC Cream und da ist tatsächlich ein Lichtschutzfaktor von 50 drin. 50? Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt Medium, das ist mir ein bisschen zu hell. Ich wünschte, ich hätte noch Dark. Ich habe auch den Primer und alles mögliche von IT Cosmetics zugeschickt bekommen, aber ich muss wirklich sagen, es kommt nichts an diese CC Cream dran. Ich glaube, sie ist auch sehr gehypt und sehr beliebt. Sie ist so gut deckend. Ich benutze sie aber wirklich als so... Es ist für mich keine CC Cream, keine Ahnung, ob sie sich CC Cream nennt, aber schaut euch mal bitte das an. Das sieht doch aus wie eine Foundation, oder? Es ist auch sehr dick. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, es ist dünn, aber man kann das so dünn auftragen, dass man die Haut trotzdem unten drunter durchsieht und sie aber so My Skin But Better aussieht. Also es ist, ich weiß nicht, warum sie die CC Cream nennen. Und hier steht auch Full Coverage Cream. Achso, ja. Hydrating und Anti-Aging Concealer. Dann kommen wir zu einer nächsten Foundation, die ich auch sehr, sehr gut fand. Ich habe die euch auch einmal im Video gezeigt oder ein paar Mal in den Videos gezeigt. Hat aber mal ein ganzes Unboxing von Charlotte Tilbury mit Try-On Make-up und zwar ist es die Magic Foundation. Das ist eine richtig schöne Foundation. Das ist auch so eine, ist leider leer. Also ich will sie nicht wegschmeißen, weil so ein bisschen hängt noch am Pumpi. Dann mein momentaner Favorit ist von Make-up Forever, die Ultra HD Foundation. Die trage ich jetzt auch im Moment. Ich finde, sie ist nicht zu matt, nicht zu dewy. Sie lässt Haut durch. Man kann sie aber auch aufbauen, dass sie gar keine Haut zeigt. Man kann sie aber auch sehr, sehr leicht auftragen. Finde ich richtig, richtig gut. Super Foundation. Dann haben wir noch eine aus dem Drogeriebereich, beziehungsweise ich habe jetzt direkt mal 3. Ich weiß nicht, warum die oben immer so dreckig werden. Das habe ich aber auch nur bei dieser Foundation und man kriegt es auch sehr, sehr schwer wieder ab. Deswegen habe ich es jetzt einfach komplett gelassen. Das ist die NYX Can't Stop Won't Stop Foundation, die Full Coverage. Wirklich richtig, richtig schöne Foundation. Sehr, sehr matt, aber dann. Ich habe ja meine eigenen Produkte rausgebracht in diesem Jahr und ich habe natürlich auch die ganze Zeit meine eigenen Produkte benutzt, wenn ich nicht vor der Kamera saß. Dann
war das natürlich nicht so, dass ich sie einfach so dreimal geswatcht habe und dann habe ich sie in den Verkauf geschickt, sondern ich habe sie sehr, 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 sehr stark kontrolliert. Ich habe hier einmal Loose Banana Powder, also mein Banana Loose Setting Powder, und ich hätte nichts, glaube ich, mehr rausbringen können, was mehr zu mir passt als dieses Loose Banana Powder. Das hier war echt Bestseller, also das habt ihr richtig gefeiert und ganz viele schreiben mir auch, sie benutzen es sehr selten, nur noch zu besonderen Anlässen, weil sie Angst haben, es geht leer. Ich kann euch nur sagen, habt Freude daran, benutzt es. Es wird euch lange, lange zur Seite stehen und ich werde nicht aufhören, das zu produzieren. Also ich liebe dieses Banana Powder, ich finde das so gut und ich glaube nicht, dass man das aus dem Markt nehmen sollte, wenn ich mal so Eigenlob erzählen darf. Ne? Ich habe kein anderes Loose Powder für unter die Augen als das hier. Allerdings habe ich noch ein Loose Powder, um das Gesicht aufzuwärmen, also so zu bräunen und so weiter. Ich finde, das ist ein so gutes Puder. Und zwar ist es von Lancôme, das Long Time No Shine in Deep. Ich finde, das ist brutal. Also es ist richtig, richtig gut. Willkommen zu Setting Powdern. Und zwar habe ich zwei, die ich auch sehr gut finde. Und zwar sind es beide aus dem High-End-Bereich. Das ist einmal das MAC, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Das Studio Fix Powder von MAC. Da. Das ist ein sehr, sehr so Full-Coverage-Puder. Und deswegen ich das richtig gut. Und dann haben wir ein Puder von Charlotte Tilbury, davon habe ich euch auch einige Male erzählt. Und zwar ist es das Airbrush Flawless Finish Puder in der Farbe 2 habe ich das. Das ist jetzt mein zweites Produkt, auch Hit the Pan. Ich muss tatsächlich sagen, das ist eines der besten Puder, die ich je benutzt habe. Der einzige Nachteil daran ist, dass ich finde, dass es sich sehr, sehr leicht aufbrauchen lässt. Also man ist sehr schnell am Pfännchen angekommen. Ich finde, man könnte definitiv mehr Produkte reinpressen. Das finde ich schon so ein bisschen frech, dass man halt so schnell da angekommen ist. Aber es ist echt ein richtig gutes Puder, Leute. Wir machen weiter mit, was nehmen wir denn? Concealer. The one and only Concealer diesen Jahres. Der Award geht an Huda Beauty. Falsch rum. Das ist der Overachiever High Coverage Concealer. Ich habe ihn jetzt in der Farbe 14N Cookie Dough und ich finde, es ist einer der besten Concealer auf Erden. Ich wünschte, man müsste ihn noch nicht mal setten. Es gibt ja auch Concealer, die man noch nicht mal setten muss. Den sette ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es gibt einfach so Tage, da habe ich keinen Bock, mich so richtig viel fertig zu machen. Ich will nur was Leichtes. Hätte ich gerne so einen Concealer, den man nicht setten muss. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden, aber das ist so schön. Also dieses Ding hier oben ist super kühl. Also man spürt richtig, wie kalt das ist, wenn man das drauf hat. Und man kann sich einfach Produkt so viel, wie man braucht, da rausdrücken. Kommen wir zum Blush. Ich habe mir schon ein Backup, beziehungsweise ich habe ein Backup von MAC bekommen, weil sie gesehen haben, dass ich ihn sehr, sehr gerne benutze. Und zwar ist es MAC Melba. Als ich bei MAC ein Video gedreht habe, wurde mir halt der Melba Blush aufgetragen von der Jenny. Und das war dieser hier. Beziehungsweise, nee, irgendjemand hat den mal getragen, glaube ich. Und ich war dann so, was trägst du da? Und er sieht so unscheinbar einfach aus. Ist aber richtig, richtig schön und frisch und seht ihr, dass es so wie so ein Weichzeichner-Effekt mit drin hat? Ich finde immer, wenn ich diesen Blush auftrage, habe ich das Gefühl, meine Haut ist ein bisschen weich gezeichneter. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber MAC Melba habe ich in diesem Jahr unfassbar gerne getragen. Aber ich habe natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, Tamtam Beauty To Go Palette und zwar diesen Blush, das ist Heaven und der ist auch so, hat so dieselbe Farbrichtung. Ich bin kein großer Blusher, aber ich habe gelernt, dass es das Gesicht frisch aussehen lässt. Ich habe früher nur Bronzer getragen, nur. Und es ist so dieselbe Farbrichtung. Meiner ist nur so ein Tick dunkler, weil ich finde, dass man so ein bisschen mehr Farbe haben könnte. Also ich habe das ganze Jahr über das letzte, die ganze Zeit an meinen Produkten hin und her gefeilt und ich kenne sie halt in- und auswendig und daher liebe ich diese Produkte auch sehr. Also ich freue mich auch sehr auf die nächsten Produkte, die ich rausbringen würde. Das sind halt so die ersten Sachen, die ich gemacht habe und einfach meine große Liebe. Also Lidschatten kann ich euch noch vielleicht ein... habe ich noch eine Palette rausgeholt, die ich sehr, sehr gut fand dieses Jahr. Das ist von Huda Beauty, die Topaz Obsession. Leider kam sie bei mir schon gebrochen an, aber
Die finde ich auch mega. Also diese kleinen Quattro-Lidschatten finde ich richtig gut. Die lohnen sich mega, die nehmen nicht so viel Platz weg. Aus dem Grund habe ich ja auch diese To-Go-Palette gemacht. Da ist Highlighter, Blush und Contour und 6 Lidschatten in einer einzigen Mini-Palette. Und man muss nicht immer sein ganzes Zuhause mitnehmen, wenn man irgendwo hingeht. Und deswegen diese kleine Palette, die sind super pigmentiert, die Lidschatten. So, dann haben wir noch eine Highlighter-Palette, die ich auch sehr gerne benutzt habe. Das war die Hyper Real Glow von MAC. Finde ich richtig, richtig gut. Kann man sehr, sehr schön aufbauen. Kann man sehr, sehr nass auftragen. Also kann man so Nass-Effekt kann man erzielen damit. Vor allem, wenn man zum Beispiel Fix Plus oder Öle benutzt, dann kann man das, ja, die haben, man sieht auch keine groben Schimmerpartikel da drin. Es sieht einfach aus wie ein Glow. Fand ich richtig, richtig schön. Also ganz, ganz großes Lob an diese Palette. Die habe ich immer noch mit meiner mitgenommen. Zum Beispiel habe ich auch sehr, sehr gerne diesen dunklen. Als ich noch einen dunkleren Teint hatte, habe ich zum Beispiel diesen dunklen auch sehr gerne benutzt. Er hat so einen richtig schönen goldenen Schimmer noch gemacht. Und man sieht, die beiden kann man sehr schön miteinander mischen. Also dann gibt es so einen Mittelton, der auch sehr schön ist. Mascara habe ich 3, die ich sehr gerne mag. Ganz kurz, die The Real Mascara, schon, weiß ich nicht, das dritte Jahr im Favoritenvideo des Jahres festgehalten und gezeigt, die The Real von Benefit. Super, 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 super Mascara, tiefschwarz, macht die Wimpern richtig lang. Dann die Legendary Lashes finde ich brutalst gut, allerdings kann ich sie nicht alleine auftragen, also alleine verwenden. Ich brauche immer noch irgendwas, was meine Wimpern mehr trennt, weil ich finde, sie verklebt schon sehr, aber sie macht die Wimpern sehr lang und sehr voluminös. Finde ich richtig gut. Kim K. übrigens feiert diese Mascara auch. Und dann haben wir noch die Lancôme Hypnos, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Die kann man allerdings auch natürlich tragen. Ich baue sie aber so lange auf, bis sie halt meine Wimpern richtig schön getuscht aussehen. Und was die auch sehr, sehr gut kann, ist die Wimpern richtig schön biegen. Also man bräuchte kaum eine Wimpernzange, aber ich benutze natürlich meine eigene. Und dann haben wir ein Augenbrauenprodukt, ganz schnell noch, habe ich nämlich auch schon öfter gezeigt. Das ist der Precisely My Brow, ein sehr, sehr guter Augenbrauenstift, den ich benutze ich jetzt auch schon ungefähr, seitdem der raus ist, benutze ich den. Ich bin nicht ganz sicher, 2 oder 3 Jahre, aber ich benutze den halt schon seitdem. Und jetzt die Nummer 4, auch mal die 4,5 und auch mal die 5, je nachdem, was ich da habe, finde ich halten sehr lange. Und ja, man kann halt richtig schön die Augenbrauen machen. Übrigens sind meine Augenbrauen ein bisschen dicker geworden, was sagt ihr? Ich fand, die waren zu dünn. Und jetzt finde ich die besser. Oder? Dann haben wir noch 2 Lippenprodukte, die ich mega fand. Und zwar einmal von Lancôme hier dieses Le Absolue Rouge. Ich habe mich immer gefragt, was trägst du, Tara, wenn ich diesen Lippenstift getragen habe? Wirklich. Also das war so Phänomen. Ihr habt mich dann immer, immer gefragt, was ist das? Moment hier. Das ist so ein, also auf den Lippen so ein My Lips But Better. Er ist sehr, sehr matt. Ne? Ich mag das ja, wenn die so die Lippen so matt sind. Aber Liquid Lipsticks sind immer schwer, weil die trocknen immer sehr aus. Und dann haben wir noch von Yves Saint Laurent The Slim in der Nummer 17. Und das ist so ungefähr dieselbe Farbgebung, nur ein Tick dunkler. Aber so dieselbe Farbfamilie. Das ist auch diese eckige. Ich finde auch dieses Packaging und diese Aufmachung von diesen Lippenstiften anders. Total gut. Dann haben wir was von, ich mochte es am Anfang nicht so, muss ich ehrlich sagen. Und dann, als ich damit lernte umzugehen, mochte ich das. Das ist von Ideal of Sweden, dieser Charger. Also das ist jetzt kein Charger für unterwegs oder sowas. Hier hinten kommt euer Micro-USB rein und dann macht ihr das an euren Adapter. Legt das praktisch so auf euren Nachttisch oder wo auch immer ihr euer Handy laden wollt. Und dann legt ihr euer Handy hier drauf und das lädt. Das Einzige ist, das Handy muss richtig drauf liegen. Also ihr könnt das nicht einfach drauf liegen und dann ins Bett gehen, sondern ihr müsst auch gucken, lädt das oder nicht. Aber es lädt so schnell. Das ist auf jeden Fall mein Favorit. Ich habe das jetzt noch in so einem grünen Marmor. So. Und ja. Aber das fand ich genial, mochte ich sehr gerne. War so eine sehr, sehr schöne Investition. So, dann kommen wir zu einem Buch. Und zwar habe ich euch das schon mal empfohlen. Und es war das Café am Rande der Welt. Es haben sehr, sehr viele von euch gelesen. Ich muss wirklich sagen, von 13 bis 43, es haben alle dieses Buch gelesen und es gab keinen, der mir nicht geschrieben hat, wie sehr er dieses Buch gefeiert hat.
Ich habe hier einmal Teil 2 für euch und zwar glaube ich, dass Teil 2 ein bisschen untergeht. Es ist das Wiedersehen im Café daran, am Rande der Welt, eine inspirierende Reise zum eigenen Selbst. Und es ist auch wieder ein Spiegel-Online-Bestseller. Es ist meistens, dass das zweite Buch oder zweite Verfilmung oder so nie so gut waren wie das erste. Aber da kann ich wirklich sagen, es ist bombastisch. Dieses Buch ist so, so gut, fängt so schön an. Das Café am Rande der Welt ist ein bisschen schmaler noch. Man kriegt das noch ein bisschen schneller durch. Aber man will auch gar nicht aufhören zu lesen, weil diese Bücher so gut geschrieben sind. Und so, ich finde auch, ihr solltet am Anfang des Jahres einfach inspirierende Bücher lesen oder Sachen machen, die euch selber motivieren, einfach weil es zieht sich dann so ein bisschen mehr durchs ganze Jahr, ne? Ich finde halt solche Bücher vor allem super, super inspirierend und sehr, sehr interessant, ja, einfach auch an sich selbst zu glauben und keine negative Energie zuzulassen. Es gibt sie leider, aber Pech, dann ist sie halt da und geht schön an mir vorbei. Danke, ciao. Also das hier und Teil 1 kann ich so empfehlen, wie diese ganze Schminke, die ich euch gezeigt habe, ist sinnlos im Gegensatz dazu, wirklich. So, ich höre jetzt endlich mal auf zu reden. Sagt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ich was vergessen habe. Was habe ich das ganze Jahr über gezeigt und habe es vergessen, in diesem Video zu zeigen? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren, weil ich überlege immer noch und mir fällt immer noch nichts ein. Tausend, tausend Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch für Videos sehen wollt, damit ich das neue Jahr schön für euch drehen kann. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.